welches sind Ihre persönlichen Motive, sich aktiv für die Demokratie einzusetzen? Also ganz kurz gefasst, ich will das Erstarken des Rechtsradikalismus im Landkreis, dem will ich mächtig entgegenwirken. Und auch, insbesondere möchte ich auch, dass die AfD keinen nennenswerten Einfluss auf die Politik im Landkreis hat. Und darüber hinaus möchte ich das Engagement für unsere Gesellschaft, ob hauptamtlich oder ehrenamtlich, gewaltfrei und auch ohne Gewaltdrohungen wechselseitig möglich ist. Das haben wir in der letzten Zeit leider zunehmend erleben müssen in der Öffentlichkeit. Manche ehrenamtlichen Politiker werfen deswegen schon das Handtuch. Und ja, dem möchte ich auf jeden Fall mich entgegenstellen. Ich würde viel weiter ausgreifen wollen, weil ich, was auch nötig ist, um quasi auf den Kern des Problems dann richtig eingehen zu können. Es gibt seit Anbeginn der Zivilisation, der menschlichen, zwei unterschiedliche Fraktionen. Ist übrigens auch, ist auch nachweisbar wissenschaftlich. Die eine Fraktion, das ist die, die denkt, dass einige Menschen besser sind als andere. Diese Fraktion erkennen wir daran, dass sie Vorurteile pflegt, dass sie Privilegien einfordert, die sie anderen nicht zugesteht, dass sie Ressourcen für sich fordern und in Anspruch nehmen, die anderen nicht zustehen, denken, Regeln sind für alle da, aber nicht für mich, die drüber, sich halten für drüber stehen. Und die andere Fraktion, das sind die Menschen, die der Ansicht sind, dass alle Menschen gleichwertig sind. Dieser Konflikt wurde einmal gut organisiert und zwar auch quasi maßgebend für ganz Europa. Das war in der verfassungsgebenden Nationalversammlung nach der Französischen Revolution, wo quasi die Sitzordnung so festgelegt wurde, die Leute, die der Ansicht sind, dass einige Menschen mehr Rechte haben sollten, es ging damals um den Adel und seine Privilegien, die sollen sich bitte nach rechts setzen. Und den Klerus. Aber erstmal hauptsächlich mal den Adel. Und die anderen Menschen, die der Ansicht sind, dass alle gleichwertig sind, auch das kann man jetzt so nicht so, aber jetzt nur mal grob, die sollen sich bitte nach links setzen. Und diese Ortssitzordnung sozusagen, es gab damals ja noch keine Parteien, hat sich quasi bis in die heutige Zeit in allen europäischen und außereuropäischen Parlamenten so erhalten. Und das ist eine der wichtigen Grundgedanken, die man hier im Auge behalten muss, dass es diesen Dauerkonflikt seit Jahrhunderten und Jahrtausenden gibt. Wo das herkommt, ich bin bekennender Anhänger der zweiten Fraktion und ich bin der festen Ansicht, dass echte Demokratie nur möglich ist, wenn wir quasi die Gleichwertigkeit dieser Menschen, so wie sie im Grundgesetz, das Grundgesetz deckt übrigens voll und ganz diese sogenannte linke Position mit den Grundrechten. Wir können diese Demokratie nur durchhalten, wenn wir quasi uns an diesem Grundgesetz orientieren und die Gleichwertigkeit annehmen. Und die Demokratie ist absolut alternativlos, wenn man Gleichwertigkeit postuliert. Es gibt keine Alternative dazu. Und meines Erachtens ist es aus einem bestimmten Grund extrem wichtig, dass diese zweite Fraktion, die der Gleichwertigkeit unbedingt gewinnt, weil die der ersten Fraktion Konflikte quasi systemimmanent oder menschimmanent in sich trägt. Wer der Ansicht ist, dass er besser ist und dass er mehr Rechte und Privilegien hat, Anspruch auf mehr Sachen hat als andere, der provoziert Konflikte. Und Konflikte sind heute in einer Zeit, in der wir technologisch so fortgeschritten sind, dass ein globaler Konflikt die ganze Menschheit auslöschen kann, nicht mehr führbar. Und das Gleiche gilt übrigens auch für die großen Menschheitsprobleme. Klimaschutz, diese Vermüllung des Planeten, Artensterben und so weiter. Jede einzelne davon hat die Kapazität, die Menschheit auszurotten. Und wir kriegen diese Dinge einfach nur im Griff, diese Probleme als Menschen, wenn wir international über alle Grenzen hinweg zusammenarbeiten. Es geht nicht anders. Und zusammenarbeiten heißt, dass wir unsere Gesprächspartner, die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten wollen und müssen, auch gleich als gleichwertige Partner ansehen. Deswegen ist es so ungemein wichtig.
Jetzt ist es so, dass viele Leute der ersten Fraktion sich aber ein Etikett aufschnalzen, das sagen, ja, wir sind ja für die Gleichwertigkeit. Es gibt zum Beispiel eine Partei, die hat es christlich oder sozial im Parteinamen, die ist aber definitiv in ihren täglichen Aktionen das Gegenteil von dieser Politik macht. Und da haben wir eine Diskrepanz zwischen dem Etikett einerseits und dem Handeln andererseits. Und jetzt die Erwartungen, die jetzt, um auf das Bündnis zurückzukommen, ist jetzt folgende. Was ist Ihnen wichtig? Was ist dem Bündnis wichtig? Reicht es Ihnen, dass das Etikett, wo Demokratie drauf stipuliert wird, dass Sie also quasi nichts anderes machen, als den Status quo zu erhalten, so wie er jetzt ist? Oder wollen Sie wirklich die Demokratie mit allem, was da dranhängt, Grundrechte und alles, schützen und zusehen, dass das, was in der Flasche drin ist, auch wirklich dem entspricht, was auf dem Etikett steht? Und warum? Also kurz die Option 1. Reicht mir nicht. Die reicht mir bei weitem nicht. Und ich möchte es mit einem Zitat von Bertolt Brecht begründen. Es kann in einem Aufruf gegen den Faschismus keine Aufrichtigkeit liegen, wenn die gesellschaftlichen Zustände, die eine Naturnotwendigkeit erzeugen, in ihm nicht angetastet werden. Da würde ich ein bisschen anders formulieren jetzt als du, Uli. Und zwar ist meine Erwartung die, dass, also, oder ich mache eine klare Unterscheidung sozusagen in der politischen Landschaft zwischen Parteien, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, die nenne ich allesamt demokratische Parteien, und solche, die das nicht tun. Und die heißen dann irgendwie rechtsradikal oder anders wie radikal. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung, sowohl für die Frage, mit wem kann man und sollte man eben Bündnisse schließen und mit wem nicht. Und ich, um das ganz knackig auch zu sagen, weil du das ja sozusagen angesprochen hast, die CSU rechne ich zu den demokratischen Parteien. Auch wenn ich als Grüner in vieler Hinsicht ganz anderer Meinung bin als sie. Aber ich stelle nicht in Frage, dass sie auf dem Boden unseres Grundgesetzes stehen. Und deswegen finde ich auch gut, dass auch Vertreter der CSU jetzt bei der Gründungsversammlung dieses Bündnisses dabei waren und möchte jetzt in erster Linie Gemeinsamkeiten suchen innerhalb des Bündnisses und nicht so sehr Trennungslinien schon wieder innerhalb unseres Bündnisses. Das ist vielleicht mal vorausgeschickt. Und vor dem Hintergrund würde ich auf die Frage, die Sie ja gestellt haben, nämlich welche antidemokratischen Kräfte sehen Sie, würde ich auch ganz schlicht und klar antworten. Ich sehe den Rechtsextremismus als große Gefahr für unsere Demokratie, der zunimmt. Deswegen nenne ich den auch an erster Stelle. Ich meine, wir alle wissen ja, in knapp einer guten Woche sind die Landtagswahlen in Thüringen und in Sachsen. Und da rechnen wir damit, dass eben die rechts, in Teilen rechtsextreme AfD dort ganz stark bis hin zu Machtpositionen erlangen wird. Das ist, halte ich für eine Gefahr. Aber genauso gut, vielleicht nicht mit derselben Gewichtung, aber doch auch zu nennen, ist für mich der Islamismus als eine Ideologie, die sich auf eine Religion beruft, aber dann doch eben Intoleranz und Mordaufrufe und so weiter aus dieser Berufung auf den Islam für sich in Anspruch nimmt. Genauso ist in dem Zusammenhang zu nennen der Antisemitismus, der ja auch dramatisch zugenommen hat in den letzten Monaten und Jahren bei uns im Land. Teilweise geht ja ein Bündnis ein mit dem Rechtsextremismus, aber es gibt auch einen davon unabhängigen Antisemitismus. Und last but not least würde ich auch den Linksradikalismus an der Stelle nennen. Also diese vier Ismen, um das mal so zu sagen, das wären die antidemokratischen Kräfte, die ich sehe und die für mich sozusagen außerhalb des demokratischen Spektrums stehen. Und dann hatten Sie noch gefragt, welche Gefahren sehen Sie, die sozusagen das Auseinanderdriften oder den Zusammenhalt in unserer Demokratie bedrohen. Und das ist für mich auch das wichtigste Stichwort, nämlich das Stichwort Zusammenhalt. Also wie kann man sozusagen Spaltungslinien in der Gesellschaft bekämpfen und wieder zurückführen? Und welche sind das eigentlich die wichtigsten? Aus meiner Sicht möchte ich da drei nennen. Das eine ist das zunehmende Auseinanderdriften zwischen Arm und Reich in unserer Gesellschaft. Also die Armutsreichtumsschere wird ja allenthalben beschrieben, formuliert und eigentlich als unbestreitbare Tatsache
inzwischen in der Öffentlichkeit diskutiert. Ich sehe aber zu wenig, dass etwas dagegen unternommen wird. Das Zweite ist das Misslingen von Integration von Zugewanderten, wo ich die Geflüchteten dazu zähle, aber gar nicht mal als Hauptgruppe dabei sehe, sondern von Integration der Migranten in unserer Gesellschaft. Wir kennen alle diese Berichte von mangelnden Deutschkenntnissen in den Grundschulen, von Überforderungen von den Kitas schon, wenn dort eben viele Migrantenkinder kommen, die von zu Hause aus kein Deutsch mitbringen, nur da als Stichworte. Und wenn es uns nicht gelingt, die Zuwanderer, die wir ja eigentlich für unsere Gesellschaft, für unseren Wohlstand, für unsere Zukunft dringend brauchen, angemessen zu integrieren, dann haben wir eine zweite wichtige Spaltungslinie, die sich auch die Rechten auch immer wieder aufgreifen. Und eine dritte würde ich nennen, das ist jetzt vielleicht weniger eine Spaltungslinie, aber natürlich eine reale, wirkliche Gefahr, die hast du schon angesprochen, Uli, das ist die Gefahr der zunehmenden Erderwärmung mit all ihren Folgen für unser aller Leben. Und das wären für mich so die drei Großkomplexe, wo ich sage, das sind für mich manifeste Gefahren für die Demokratie und die gehören in gewisser Weise auch zusammen. Ich bin einer derjenigen, der bei meiner Partei immer sagt, Leute, immer nur auf dem Thema Klimawandel rumzureiten, alleine als grünes Markenzeichen, das reicht hinten und vorne nicht, wenn wir die Menschen in ihrer Breite nicht mitnehmen. Und dazu zählen eben insbesondere Menschen, die kein so dickes Portemonnaie haben. Und deswegen müssen wir uns auch um das Thema Armut-Reichtum kümmern und soziale Gerechtigkeit. Und aus meiner Tätigkeit eben als Integrationsreferent im Kreistag weiß ich natürlich nur zu gut, wie wichtig es ist, auch das Thema Integration aktiver anzupacken, als das bisher passiert ist. Und in diesem Sinne würde ich auch sagen, radikal denken, also darüber nachdenken, was sind eigentlich die gesellschaftspolitischen Ursachen für die Angriffe, für die Spaltungslinien in der Gesellschaft und für die Angriffe auf die Demokratie, die sich dann Rechtsextreme und andere Extreme zunutze machen, weil nur die Gemeinsamkeit des Wortlauts des Grundgesetzes zu beschwören, das wird diese Spaltungslinien, glaube ich, nicht verringern. Das eint dann die Leute, die sowieso schon dieser Meinung sind meistens, hilft aber, glaube ich, nicht nachhaltig weiter. Soweit vielleicht mal dazu. Ja. Wir sind uns in einigen Punkten durchaus völlig einig, Hans, aber in den Grundlagen schon mal gar nicht. Also ich möchte mal einen Satz, den du geschrieben hast, in der Gründungserklärung vorlesen, wo ich eine Kleinigkeit persönlich ändern würde. Du hast geschrieben, unsere Demokratie ist ein Verfahren, um Mehrheiten zu bilden und den Mehrheitswillen umzusetzen bei gleichzeitigem Schutz von Minderheiten. Ich würde ein entscheidendes Wort ändern, und zwar nicht Mehrheitswille, sondern Mehrheitsinteressen. Das Problem ist folgendes, wir leben seit etwa 40 Jahren in einer Plutokratie. Die Politik vertritt seit 40 Jahren die Interessen überwiegend von Kapitaleignern, von Reichen, von Superreichen, von Großkonzernen. Mit anderen Worten, wir leben in einem neuen, seit den 80er Jahren neuen Wirtschaftssystem, das man heutzutage generell als Neoliberalismus bezeichnet. Es wurde die soziale Marktwirtschaft unter dem Kabinett Schröder, also unter Rot-Grün, abgeschafft. Das ist ein Fakt. Was wurde damals gemacht? Man hat Hartz IV eingeführt. Das war ein Druckmittel gegen Beschäftigte, weil wer einen Hartz IV-Status reinfiel, der musste erstmal sein ganzes Vermögen aufbrauchen und hatte dann im Prinzip seine Lebensersparnisse verloren. Es gab einen riesigen Niedriglohnsektor in Deutschland, trotz enormer Produktivitätsrate. Es gab einen Chancenabbau für finanziell Schwächere, insbesondere für ärmere Familien in der Bildung und so weiter. Es gab Perspektivlosigkeit, die sich breit gemacht hat. Das Bildungssystem wurde gezielt erodiert. Und es wurde bis heute die Infrastruktur, ich rede jetzt von Schulen und so weiter und Bahnverbindungen und so weiter, verwahrlost und die Produktivitätsrate, die Deutschland einst hatte, die riesige Produktivitätsrate, mit der sie weltweit führend war, wurde wirklich gezielt abgebaut, weil diese Investitionen werden bis heute nicht gemacht. Und auf der anderen Seite haben wir einen großen Block, der sich zum Positiven entwickelt hat, das waren die Unternehmensgewinne. Die sind seit den 80er Jahren massiv bis heute
gestiegen und die Konsequenz daraus hast du genannt. Das ist eine riesige Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Die war noch nie so hoch wie heute. Und eine weitere Konsequenz daraus, auch die Zahl der wirtschaftlich Abgehängten war noch nie so groß wie heute. Und deren Erkenntnis ist, du brauchst nur mal mit ein paar von denen reden. Man kann ja niemanden mehr wählen. Und leider, muss ich sagen, die haben einen Punkt. Von all den Parteien im Bundestag, bis auf die eine, die sich jetzt aber erfolgreich selber zerlegt hat, bis auf die eine sind alle Parteien im Bundestag neoliberal. Es gibt keine Alternative mehr. Die gibt es nicht. BSW behauptet es jetzt, die Sarah Wagenknecht behauptet, ja, wir wollen zum Keynesianismus zurück. Aber die Frau, die spielt, ich weiß nicht, was sie für ein Spiel spielt, aber sie ist politisch und wirtschaftlich so gebildet, dass sie weiß, dass das gar nicht mehr geht, weil ihr inzwischen, also ich nenne es mal ihr, ohne dich persönlich zu meinen, also aber die Grünen auch die Schuldenbremse mit ins Grundgesetz reingeschrieben haben. Eine Rückkehr zur sozialen Marktwirtschaft ist gar nicht möglich. Also mich persönlich erinnert diese Situation an die DDR. Es gab die SED, die diesen real existierenden Sozialismus gelebt hat. Und es gab die Blockflötenparteien, die im Prinzip alles das gemacht haben, was die SED gewollt hat. Und dieses System hat man mit großem Recht nicht als Demokratie gelten lassen. Aber bei uns ist doch ähnlich. Wir haben nur noch Neoliberalismus, den man wählen kann. Und das führt dazu, dass große Teile der Bevölkerung sich von den Parteien, die du als demokratisch bezeichnest, mit einem gewissen Recht, weil sie ja sich das Etikett Demokratie noch draufschreiben, auch wenn sie Polizeiaufgabengesetze erlassen, die das genaue Gegenteil machen, dass diese demokratischen Parteien diese Leute, die Abgehängten, nicht mehr repräsentieren. Sie fühlen sich jedenfalls von diesen nicht mehr repräsentieren. Und das ist der Punkt, der meines Erachtens die Demokratie am allermeisten gefährdet. Dass jetzt die Medienlandschaft diesen Trend noch verstärkt, das ist ein wichtiges Thema, aber eins, das wir es leider hier nicht aus Zeitgründen nicht beantworten können. Aber ich finde SPD und sogar SPD und Grüne insofern mitschuldig, weil sie lieber gemeinsame Sachen mit den Interessen dieses Kapitals gemacht haben, der Großkonzerne und so weiter, als sich als eine Oppositionspartei wirklich darzustellen und wenn sie an der Regierung waren, auch diese Oppositionsposition auch umzusetzen. Das haben sie nicht gemacht. Und das Erstarken der AfD ist daher meines Erachtens das Symptom einer Krankheit. Es ist nicht die Krankheit selber. Die Krankheit selber wurde unter anderem von SPD, Grünen, CDU, FDP und so weiter, von all diesen Parteien, die du jetzt als demokratischen bezeichnest, wurde diese Krankheit gemacht. Und wenn wir zu dieser Krankheit jetzt keine Medikation finden, dann haben wir, wenn man es jetzt mal böse sagt, ausgeschissen. Dann ist es vorbei mit unserer Demokratie in Deutschland. Wie sehen Sie das momentane Verhalten der Ampelkoalition und andere zum Thema Waffenstationierung, zum Thema Frieden und zum Thema Asylpolitik? Das Asylrecht ist ein Grundrecht. Die Genfer Flüchtlingskonvention, um das zu ergänzen, hat auch Grundrechtsstatus. Und diesen Grundrechtsstatus hat die Ampel unter Mitwirkung der Grünen jetzt quasi abgeschafft, de facto abgeschafft, weil sie quasi die Asylprüfungen quasi an die Außen, jenseits der Außengrenzen der EU verlegt hat und damit ein echtes Asylrecht und so privatisiert hat und somit eine echte Asylrechtsprüfung gar nicht mehr möglich ist. Ich denke, das ist auch ein Teil und genau das Gleiche gilt zum Frieden. Auch die Ampelkoalition, ich möchte jetzt keine Schuld zuweisen, weil es gibt natürlich da Zusammenhänge, die viel zu komplex sind, als dass wir die hier erörtern könnten. Aber auch die Ampel ist quasi verpflichtet und kommt aus dieser Bündnistreue zu den USA nicht raus. Und wenn die USA sagt, es wird so gemacht, dann wird es so gemacht und zwar ohne Wenn und Aber. Und es war egal, ob der Bundeskanzler von der CSU oder CDU kommt oder von der FDP oder von der SPD oder auch von der AfD, wenn alles zusammenbricht, was die USA sagen, wird gemacht. Das ist jetzt natürlich eine Überspitzung, eine grobe. Das ist mir selber bewusst, aber wir haben nicht viel Zeit, das jetzt auszuweiten. Okay. Also um mit dem letzten anzufangen, also das stimmt nicht, dass gemacht wird, was die USA machen. Zum Beispiel hat damals die rot-grüne Schröder-Regierung den USA nicht gefolgt in den Irakkrieg,
und hat dort ganz klar gesagt, der Krieg war damals nicht richtig begründet, sondern es waren ja sozusagen, heute würde man sagen, Fake News, auf denen der Beginn dieses Krieges beruht hat. Und da hat die Regierung, unsere damalige Regierung, zu Recht meiner Meinung nach nicht mitgemacht. Und umgekehrt sehe ich es im Moment, das ist jetzt für mich eben nicht einfach Nibelungentreue zu den USA, sondern ich glaube, dass es in unserem wohlverstandenen Interesse, gerade auch zur Erkämpfung oder Erhaltung unserer freiheitlichen Werte im Westen ist, dass wir Putin nicht gestatten, sozusagen ein Land, das souverän ist und einen anderen Weg gehen möchte, sozusagen daran zu hindern mit militärischer Gewalt. Also insofern, in dem Punkt sind wir wirklich, glaube ich, anderer Meinung. Zu dem Thema Asyl. Ja, da ist da sind Kompromisse gemacht worden, das ist richtig. Aber ich denke, also die sind ja im Wesentlichen, also der Bezugspunkt ist ja, glaube ich, jetzt diese sogenannte GEAS, also die gesamteuropäische Asylpolitik, die jetzt sozusagen europaweit erstmals vereinbart werden konnte. Und dazu habe ich durchaus auch eine zwiespältige Haltung, bin am Ende des Tages aber der Meinung, das war richtig, obwohl es schmerzhaft war, diese Kompromisse zu machen. Weil mit dieser Einigung ist es erstmals überhaupt möglich gewesen, einen gleichmäßigen Verteilungsmechanismus der Geflüchteten innerhalb Europas verbindlich mit allen anderen Ländern zu vereinbaren. Wir haben ja die Situation, dass Deutschland im Moment nach der Türkei der Staat ist, der die meisten Flüchtlinge weltweit inzwischen übrigens aufnimmt, die aus anderen Ländern fliehen. Wir haben insgesamt über 3 Millionen Flüchtlinge bei uns aufgenommen, davon knapp 1 Million, jetzt sind schon wieder weniger Ukraine, und aber 2 Millionen und ein bisschen aus anderen Ländern, also im Wesentlichen Osteuropa, Afrika und Arabien. Und das ist auch gemessen am Anteil der Bevölkerung, ist Deutschland Platz Nummer 1 in ganz Europa. Frankreich zum Beispiel hat viel weniger Flüchtlinge aufgenommen, gemessen an seiner Bevölkerung, genauso England, also genauso, ich sag mal, reiche Länder wie wir. Und jetzt dafür zu sorgen, dass diese Last, von der ich ja auch der Meinung bin, die muss geschultert werden von der Weltgemeinschaft. Das kann man nicht einfach ausweichen und man kann die auch nicht zurückschicken. Man darf sie um Gottes Willen auch nicht im Mittelmeer ertrinken lassen. Aber das auf mehr Schultern zu verteilen, das war der Hauptzweck dieses Kompromisses. Und dem stimme ich aus diesem Grunde zu. Also ist die Abschaffung eines Grundrechts relativ, wenn sie gewissen Interessen dient? Nee, es ist ja keine Abschaffung gewesen. Es sind ja rechtsstaatliche Grundsätze vereinbart in diesem Asylkompromiss, die eben auch zum Beispiel Rechtsbeistand und Anrufung von ordentlichen Gerichten nach wie vor vorsehen. Also es herrscht ja nicht die reine Willkür da, sondern es haben sich alle europäischen Staaten, von denen wir ja auch davon ausgehen, dass wir uns im Wesentlichen in einer Gemeinschaft von Demokratien, die mögen mehr oder weniger gut aufgestellt sein im radikalen Sinne, aber dass wir uns sozusagen in einer Gemeinschaft von demokratischen Ländern bewegen. Und da müssen wir eben die Kompromisse suchen, die machbar sind und können nicht nur das anstreben, was wünschbar ist, aber nicht erreichbar. Es soll nicht um Parteipolitik gehen in diesem Bündnis, dafür sind die Parteien originär zuständig und das würde ich auch so sehen, sondern hier soll es gerade ja um Zusammenarbeit gehen und auch nicht nur um politische Parteien, sondern eben auch engagierte Menschen aus allen möglichen zivilgesellschaftlichen Bereichen. Das Zweite, was ich mir auch wünschen würde, ist Durchhaltevermögen. Also der für das Bündnis, also langer Atem. Weil ich sag mal, der Auslöser waren ja verkürzt, sage ich mal, die Demonstration zum Jahresanfang, als diese Remigrationsparolen bekannt geworden waren und dann unsere wunderbare Nie-Wieder-Aktion hier im Kloster Fürstenfeld. Daran anschloss sich ja dann im Grunde die Gründung dieses Bündnisses. Und ich würde mir wünschen, eben, dass es einen langen Atem entwickelt und nicht sozusagen der Impetus, der jetzt da zur Gründung geführt hat, dass der wieder verpufft. Als Drittes würde ich mir wünschen, dass vielleicht weitere Aktionen, ähnlich dieser Nie-Wieder-Aktion oder der nachgefolgten Aufstellungsaktion, wo eben dieses Herz für Demokratie ja auch aufgestellt worden war, dass sowas Ähnliches immer wieder auch mal initiiert wird, also Öffentlichkeitswirksamkeit. Und last but not least für mich auch wichtig,
dass in und mit Hilfe des Bündnisses eine Vielfalt von Sichtweisen und Analysen darüber, also genau solche Gespräche, wie wir sie gerade führen, gefördert werden, dass eben die Fragestellung, wie kann es dazu kommen, wodurch ist unsere Demokratie gefährdet und was kann man sinnvoll dagegen machen, das ist eben kein, da kann keiner für sich in Anspruch nehmen, er hat jetzt das Rezept dafür in der Tasche und deswegen halte ich es für eine wichtige Aufgabe des Bündnisses eben, die vielen möglichen Antworten darauf zutage zu fördern und einen gesellschaftlichen Dialog dazu zu befördern. Also das eine, was ich eine gute Idee finde, wäre, Bürgerräte einzuführen auf möglichst vielen Ebenen. Das ist ja dieses Prinzip, zufällig ausgewählte Bürger jenseits der Parlamente zusammenzurufen mit möglichst klaren Querschnitt der Gesamtbevölkerung und zu bestimmten brennenden Themen dann eben dazu Gesetzesvorschläge an die jeweiligen parlamentarische Ebene zu machen. Auf welcher Ebene? Lokal, kommunal? Überall. Oder? Also ich kann mir das auf allen Ebenen vorstellen. Das finde ich auf allen Ebenen gut. Es hat ja gegeben einmal bei dem Stuttgarter Bahnhofsprojekt, dann hat es gegeben jetzt vor einem knappen Jahr zum Thema Ernährungsfragen, ist ja damals von der Bundestagspräsidentin so ein Bürgerrat bundesweit eingeführt worden und der Bundestag muss sich dann auch damit beschäftigen. Und das könnte ich mir aber auch hier im Kreis auf kommunaler Ebene, auf Landesebene genauso vorstellen und würde mir das auch wünschen, weil das, glaube ich, eine Art der Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern ist, die sonst vielleicht nicht aktiv in der Politik sind, aber dann eben die Gelegenheit haben, ihre Sichten einzubringen. Das Zweite ist ein Wunschtraum, aber ich würde es mir wünschen, nämlich keine Anonymität bei Internet-Accounts. Weil ich finde, diese Anonymität im Internet ist ein ganz großer Treiber für Äußerung von ungesteuerter Wut, Hass, Ärger und so weiter, weil man sich nicht mit seinem Namen outen muss, sondern einen Fantasienamen da hinschreiben kann. Und dann kann ich geschützt durch den einfach mal raushauen. Das finde ich schlecht und ich glaube nicht, dass das machbar ist, aber das wäre ein Wunsch für mich. Ja, und dann zum Thema, weil ich ja eingangs gesagt habe, die größte Gefahr im Moment sehe ich auf jeden Fall vom Rechtsradikalismus. Und es gibt ja diese viel diskutierte Diskussion um die sogenannte Brandmauer der demokratischen Parteien gegenüber der AfD in den Parlamenten. Und das würde ich durchaus differenziert sehen. Also ich würde ganz klar sagen, Brandmauer ja, wenn es um die Wahl in Macht und Amt geht. Also keine Zustimmung einen AfD-Ministerpräsidenten, keine Unterstützung, auch keine stillschweigende Duldung. Und das gilt für mich vom Bürgermeister aufwärts über den Landrat bis zum Ministerpräsidenten eines Landes bis eben zur Bundesebene. Also da, wo es um Macht und Amt geht, Brandmauer ja, ganz klar. Aber da, wo es um Initiativen in den Parlamenten geht, nein. Weil, ich mache mal ein ganz praktisches Beispiel. Als ich im Kreistag den Antrag eingebracht habe, ein Integrationskonzept für unseren Landkreis zu entwickeln, da haben die AfDler zugestimmt. Und wenn ich jetzt die Brandmauer sozusagen bockelhart interpretieren würde, dann hätte ich ja meinen Antrag dann zurückziehen müssen, weil ich nicht will, dass ein Antrag von mir, dem alle anderen demokratischen Parteien auch zugestimmt haben, mit Unterstützung der AfD zur Beschlusslage wird. Und ich sage mal, das geht für mich deutlich zu weit. Und im Gegenteil, ich weiß nicht, was sie damals dazu bewogen hat. Bei der Verabschiedung des Integrationskonzepts war es dann auch anders. Da haben die zwei AfD-Kreisräte nicht zugestimmt. Ich hätte mir aber durchaus gewünscht, dass sie zustimmen. Und ich habe auch mit ihnen intensiv diskutiert im Zusammenhang dieses Projektes. Und weil sozusagen die Ausgrenzung aus der öffentlichen Diskussion, das ist meiner Meinung nach kein gangbarer Weg. Und die Brandmauer so zu interpretieren, wäre für mich falsch. Also das wären jetzt mal meine Bemerkungen zum Thema. Ja, dann gehe ich doch gleich mal drauf ein, wenn ich darf. Bürgerräte fände ich gut. Aber ich fürchte, das Bündnis wird darauf nicht eingehen, weil das Bündnis sich ausdrücklich an den Buchstaben des Grundgesetzes orientiert und im Grundgesetz sind Bürgerräte nun mal nicht vorgesehen, obwohl ich sie persönlich auch sinnvoll finde. Ich finde, das Grundgesetz sollte auch offen sein für Weiterentwicklung in der Demokratie. Die Bürgerräte werden sicher eine gute Weiterentwicklung, aber im Moment stehen sie halt nicht drin.
Die andere Geschichte mit der Aufhebung der Internet-Anonymität, da wirst du große Beifallsstürme bekommen bei Ermittlungsbehörden, Polizei und Geheimdiensten. Ob das so der richtige Weg ist, bin ich nicht so ganz sicher. Und ich gestehe, dass ich auch in den Fragen, welche Änderungen, Neuerungen möglich sind, ganz anders denke als du. Und zwar auch mal wieder ein bisschen in die Grundlagen rein. Wir haben zwar ein Grundgesetz, es wäre definitiv sicher eine gute Ausgangsbasis für Demokratie. Ich finde nur, es wurde ausgehöhlt. Es wurde einerseits ausgehöhlt von neoliberalen Interessen. Das Stichwort ist schon gefallen, beispielsweise Schuldenbremse, mit der man verhindert hat, dass jemals ein anderes Wirtschaftssystem als der Neoliberalismus wieder Fuß fassen können. Es wurde ausgehöhlt teilweise auch in Grundrechten. Das Asylrecht haben wir genannt. Polizeiaufgabengesetze, die waren insbesondere das Bayerische, wurde teilweise schon angesprochen, in dem wirklich Sachen drinstehen, also mit der quasi vorsorglichen Inhaftnahme, die mit einem rechtsstaatlichen Prinzip jetzt wirklich gar nichts mehr gemein haben. Es gibt internationale Freihandelsabkommen, mit denen das Grundgesetz ebenfalls quasi ausgehöhlt worden ist. Da gibt es viel zu sagen, aber das passt an der Stelle nicht hin. Aber viel wichtiger und viel schlimmer finde ich, dass die Tatsache, dass die Abgeordneten in den deutschen Parlamenten im Prinzip eigentlich kaum mehr wirklich was zu entscheiden haben. Und das liegt wiederum an der Bindung der EU-Richtlinien für das Bundesland, das ist jetzt zunächst mal nichts, für das Land, für den Nationalstaat, das ist jetzt zunächst mal nichts Falsches, aber man muss sich ja anschauen, wie die Gesetze dort entstehen, nämlich in keiner Weise demokratisch und auch nicht in keiner Weise transparent. Die Gesetze macht nämlich nicht, wie so viele Leute glauben, das EU-Parlament. Das EU-Parlament darf keine, im EU-Parlament dürfen keine Gesetzesvorschläge eingebracht werden. Auch von den Parteien, von den Parlamentariern, von anderen Gruppen. Das darf ausschließlich die EU-Kommission Gesetzesvorschläge und Gesetzesinitiativen reinbringen. Also so viel zum Thema Gewaltenteilung, die gibt es nicht. Und das EU-Parlament darf die tatsächlich nur abnicken. Mehr darf das EU-Parlament nicht machen und natürlich die EU-Kommission wählen. Das darf es noch. Aber danach ist auch Schluss. Wer macht denn die Gesetze? Weißt du es? In der EU? Ja. Ja, die Kommission, beziehungsweise letzten Endes eigentlich der Rat der Ministerpräsidenten. Die haben auch Initiativrecht, aber ausgearbeitet werden die in den Generaldirektionen. Das sind quasi unsere Ministerien. Und wer macht es in den Generaldirektionen? Dort sind es die sogenannten Expertengruppen. Ja, aber wer sitzt in den Expertengruppen drin? Bei uns im Landkreis ist es ja so, dass die Verwaltung die Beschlussvorlagen erarbeitet. Ja, aber nicht nur. Weil die ehrenamtlichen Parlamentarier ich kann mir vorstellen, worauf du hinaus willst, Uli. Das sehe ich ähnlich wie du, dass ich in den letzten, ich würde sagen, 10, 20 Jahren die sogenannten Experten, also nicht gewählte Personen, die aber auf der anderen Seite in irgendwelchen Interessensverbänden organisiert sind, die Gesetze machen. Da gab es schon genügend Beispiele, dass Vertreter der Zigarettenindustrie am Rauchergesetz beteiligt war und ähnliches. Darin sehe ich auch die Gefahr, dass dadurch nämlich die Demokratie ausgehöhlt wird. Wenn dem nur so wäre, ist es schlimmer. Es sind nämlich ja nicht nur Interessensgruppen, weil Lobbyisten, das sind ja alle vom Bund Naturschutz über Greenpeace, alles möglichen Gruppen, aber es sind weitaus über, und da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen dazu, weitaus überrepräsentiert sind die Großkonzerne, die da drin sitzen in den Expertengruppen. Und wer wiederum beherrscht die Großkonzerne? BlackRock beispielsweise, die quasi in jedem DAX-Konzern eine teilweise zwar Minderheit haben, aber eine, die was zu sagen hat. Und wer wiederum ist BlackRock? BlackRock ist der Treuhänder der Vermögen der Superreichen. Also man könnte, ich weiß, es ist plakativ, es ist vereinfacht, aber es ist tatsächlich ein Zusammenhang. Und letztendlich, wenn man sich anschaut, wo die EU-Richtlinien herkommen, kann man sagen, die kommen im Wesentlichen aus diesen erlesenen Kreis der Unternehmenslobbyisten, die übrigens auch einen exklusiven Zugang haben. Ich nenne mal eine Organisation, der European Roundtable of Industrialists, der da ganz massiv wegweisend innerhalb der EU-Kommission unterwegs ist. Und ich bin der Meinung, dadurch, dass diese EU-Richtlinien maßgeblich sind für alles, was ein Landtag oder ein Bundestag beschließen,
Alles, was die beschließen, was davon abweicht, wird sofort vom EuGH kassiert. Es darf nichts anderes beschlossen werden. Und letztendlich, wenn man sich anschaut, wer diese Gesetze macht, dann kommen wir auf die im Prinzip Kapitaleigner zurück. Und da lässt sich nicht dran rütteln. Und ich denke, da muss ganz dringend was gemacht werden. Wenn wir Demokratie wirklich bewahren und wieder ausbauen wollen, müssen wir folgende drei Schritte gehen, denke ich mal. Erstens, wir müssen die EU reformieren. Und zwar mit einer demokratisch ausgerichteten EU-Verfassung. Das ist das Allerwichtigste, was die EU braucht, aber nicht hat. Wir brauchen zweitens dort einen, gehört noch zum ersten Schritt, aber wir brauchen außerdem neben dem der Verfassung noch ein Parlament, das diesen Namen auch verdient, mit legislativer Gewalt. Und wir brauchen, das gehört auch dazu, eine echte Gewaltenteilung und eine gegenseitige Kontrolle der Instanzen innerhalb der EU. Zweitens müssen wir sicherstellen, dass Kapitaleigner keinen überproportionalen Einfluss auf diesen ganzen Prozess hier einnehmen können, gegenüber anderen Lobbygruppen. Und ich würde sogar noch weitergehen und eine sehr radikale Forderung aufstellen. Wenn ein Unternehmen, das in Europa keinen Solidarbeitrag leistet, wie auch immer, Steuerzahlungen, Sozialabgaben und so weiter, aber eher überwiegend Steuerzahlungen, der verliert das Recht, Geschäfte innerhalb der EU zu machen. Ganz radikal gesagt. Und wir brauchen eine demokratische, nicht neoliberale Alternative in der Parteienlandschaft. Solange wir nur eine Wahl haben, nämlich ein System, das quasi wirklich die Agenda hat, Umverteilung von unten nach oben, können wir keine Heilung in diesem demokratischen System einer Parteienlandschaft schaffen. Und wenn das nicht möglich ist, dass wir Parteien quasi gegen den Neoliberalismus aufstellen, die dann auch eine Chance haben, in den Bundestag zu kommen, dann muss ich leider konstatieren, ist das Parteiensystem, so wie es sich jetzt im Moment in der Bundesrepublik darstellt, gescheitert. Wenn wir keine wählbare Alternativen mehr haben. Ja, aber was wäre jetzt die Konsequenz? Also was konkret soll man jetzt dafür tun? Das, so eine Partei, wie du sie jetzt vermisst, offenbar ins Leben zu gründen. Das weiß ich nicht. Also ich könnte mir beispielsweise vorstellen, das ist jetzt meine große Hoffnung, dass BSW jetzt, also die Partei von Sarah Wagenknecht, einen solchen Durchmarsch hinlegt, dass die SPD anfängt, sich am Kopf zu kratzen. Bei den Grünen, die halte ich schon für verloren. Die haben sich im Prinzip schon als FDP positioniert mit grünem Gewissen, aber im Prinzip schon eher der FDP näher als der SPD. Und aber bei der SPD sehe ich noch die Hoffnung, dass die vielleicht, um quasi sich ihren nicht komplett abzustürzen, sich auf ihr Parteiprogramm besinnt, das ja im Prinzip ein ganz anderes Programm ist. Uli, aber wir kommen hier in die Parteipolitik. Das wollten wir eigentlich nicht machen. Ja, aber das ist es geht um das Argument, wie kriegt man nicht neoliberale Parteien her? Und ich wurde gefragt, wie. Ja, ich weiß schon, aber damit ist, das muss ja nicht. Okay, muss nicht in. Es ist eine Hoffnung. Ich kann diese Hoffnung an jede Partei knüpfen, auch an die Grünen, an die FDP, an die Union. Es ist keine Parteipolitik. Es ist jetzt nur die SPD als Beispiel dafür. Okay. Die SPD wäre prädestiniert, weil die ein Parteiprogramm hat, das nicht neoliberal ist, die sich aber in der Tagespolitik neoliberal ausgerichtet hat. Und deswegen wäre die SPD meines Erachtens prädestiniert. Aber sie muss es nicht sein. Es könnte jede Partei sein. Aber wir brauchen eine echte Opposition, die auch, wenn sie an der Regierung ist, dann diese Oppositionslinie weiterführt und in konkrete Tagespolitik umsetzt, damit wir diese Politikverdrossenheit, damit die Leute sehen, insbesondere die am unteren Ende sind, okay, da gibt's jemanden, der sich für meine Interessen einsetzt. Solange das nicht da ist, werden wir diesen Überdruss an der Demokratie nie wegkriegen. Und jetzt noch zum Abschluss, was das Bündnis selber tun kann oder sollte, meines Erachtens. Auch der erste Punkt ist wieder einer der radikalen. Ich finde, wer sich als Wächter der Demokratie geriert, der muss auch versuchen, diesem hehren Anspruch gerecht zu werden. Wenn er das nicht tut, dann wird nur eine Hybris gelebt, die im Prinzip der Demokratie mehr schadet als nützt. Und das bedeutet konkret, das Bündnis sollte Verstöße gegen den Geist der Demokratie ganz konkret öffentlich benennen. Und zwar auch dann, wenn Bündnispartner, egal welche Partei, welcher Bündnispartner, ganz egal, darin involviert ist. Weil nur das erzeugt dann letztendlich auch den Druck auf die politischen Akteure, sich an die demokratischen Spielregeln zu halten. Und drittens sollte das Bündnis auch
Öffentlichkeit für Demokratiedefizite erzeugen. Es sollte auch quasi benennen, wo ist was im Argen, wo entspricht was nicht dem Geist des Grundgesetzes und aktiv für eine Demokratisierung der EU, das ist meines Erachtens der Kernpunkt. Weil solange die Demokratie, die EU nicht demokratisiert ist, gibt es auch in Deutschland keine echte Demokratie. Und dafür sollte sich das Bündnis meines Erachtens auch stark machen. Auch wenn es jetzt keine so populäre Position ist im Moment. Okay. Aber das Bündnis sind doch wir. Wir können doch nicht an ein Bündnis Fragen adressieren. Das sind doch unsere. Wenn wir das Bündnis ernst nehmen, dann müssen wir diese Initiative in die Öffentlichkeit tragen. Das, was wir hier gerade mit versuchen. Meiner Meinung nach kann man nicht eine Frage einer anderen Verfassung oder einer anderen Parteienorganisation an die Parteien richten, wenn man dachte, man muss eine neue Oppositionspartei bilden, dann muss die von unten kommen. Das ist ja genau für mich das Problem, dass die Parteien sich eigentlich verselbstständigt haben. Diese Demokratie, die wir heute haben, ist eine Parteiendemokratie. Und die Gefahren dieser Parteiendemokratie hat schon mal ein Herr von Weizsäcker und andere in den 80er Jahren problematisiert und hat gesagt, diese Parteien verselbstständigen sich und vertreten die Interessen ihrer Klientel, aber nicht mehr die Interessen der Bürger an sich. Und da fängt es für mich an, die Demokratie zu reformieren, dass man sagt, man fängt wieder an, eine richtige gegenseitige Gewaltenkontrolle einzuführen. Das bedeutet zum Beispiel, dass man dieses Verfassungsgericht, das wir ja haben, dass man die Richter des Verfassungsgerichts nicht von den Parteivertretern wählen lassen darf. Weil damit ist also die Kontrolle schon ausgehebelt. Wenn ich mir die Riege der Verfassungsrichter anschaue, sind da lauter Vertreter. Also zunächst mal zum Bündnis. Wenn ich sage, das Bündnis, dann meine ich damit nicht uns die Mitglieder, sondern ich meine letztendlich ganz gezielt das Koordinationsteam. Das Koordinationsteam hat letztendlich in der Hand, welche Fragen sie zulässt, welche Diskussionen sie reinträgt und fördert und quasi öffentlich macht oder welche sie quasi vielleicht eher unter den Tisch kehrt oder sogar oder besser gesagt unter dem Tisch lässt. Es ist also gar nicht, das bezieht sich jetzt lediglich auf die Organisationsstruktur des Bündnisses und nicht auf das gesamte Bündnis. Das war missverständlich. Die Parteien natürlich, ich bin nur ein kleines Licht. Ich kann nur das Problem konstatieren, analysieren und aus meiner Sicht konstatieren. Und meine Analyse ist, wir haben keine Alternative mehr zum Neoliberalismus in der Parteienlandschaft. Die gibt es einfach nicht. Die eine, die es gab, hat sich jetzt zerlegt und ansonsten ist keine mehr aus der Sicht. Und es gibt jetzt eine Partei, eine, die einfache Fragen, einfache Antworten auf komplexe Probleme darstellt. Und diese Partei macht im Moment das Rennen. Und da sind wir uns wahrscheinlich einig, liegt die große Gefahr. Aber diese Partei macht deswegen das Rennen, weil es keine andere Partei im demokratischen Spektrum gibt, die diese Sorgen der Leute, die quasi am unteren Rand der Gesellschaft stehen, auch noch aufnimmt. Das ist, wie die Lösung aussieht. Ich bin keine Partei, ich bin auch nicht Mitglied einer Partei, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, wenn die Lösung aus den Parteien nicht selber kommt, aus der Parteienlandschaft, jetzt mal unabhängig von einzelnen Parteien, dann sieht es für unsere Demokratie, wenn wir im Parteiensystem bleiben, und das ist ja das vom Grundgesetz vorgegebene, dann schaut es für unsere Demokratie ziemlich schlecht aus. Ja, also ich meine, was jetzt das Koordinationsteam betrifft, die verstehen sich keineswegs sozusagen als Vorstand im klassischen Sinne, wie ein Parteivorstand oder auch nicht wie ein Vereinsvorstand oder so, weil die sind ja auch nicht durch irgendjemand gewählt, sondern sie sind ja im Grunde, haben sie sich freiwillig bereit erklärt und sind akzeptiert einfach als die Organisatoren jetzt mal. Aber ja, sie wollen Ermöglicher sein und nicht Ansager. Mhm. So verstehe ich das auch. Sie wollen eigentlich die Teilnehmer an dem Bündnis ermuntern, Aktivitäten zu starten. Und was sie im Moment machen, ist ja sozusagen Öffentlichkeitsarbeit, indem sie eben, ähnlich wie ihr ja auch jetzt hier, auf ihrer Webseite jetzt auch Leute auffordern zu sagen, warum bin ich dabei, was bewegt mich dabei und so weiter. Das ist ja jetzt sozusagen eigentlich gerade das Eröffnen einer breitmöglichen Plattform von Meinungen. Und was sich daraus ergibt, ob dann eben einzelne mitwirkende Einzelpersonen oder Organisationen dann mit Initiativen kommen, um dieses Plattform zu nutzen, da würde ich auch sagen, da liegt eine große Eigenverantwortung bei den Teilnehmern. Ich wollte aber gerne noch zu dem Punkt, den du jetzt gerade so vehement
angesprochen hast, Stichwort Parteiendemokratie, wollte ich schon was sagen, weil da fühle ich mich natürlich als Parteipolitiker in gewisser Weise herausgefordert. Also mal rein objektiv gesehen würde ich mal sagen, dass in Deutschland die Möglichkeiten für Newcomer auch in der Parteienlandschaft durchaus vorhanden sind. Also wenn man so mal die letzten 30 Jahre wie passieren, die Grünen gab es ja auch, gibt es auch noch nicht so lange, jetzt 40 Jahre, die sind aber praktisch aus damaligen Bürgerinitiativen und Bewegungen der Zivilgesellschaft hervorgegangen, weitgehend. Jetzt das Bündnis Sahra Wagenknecht, des ganz jüngsten Datums, konnte ja auch sozusagen und jetzt sogar aus dem Stand in den ostdeutschen Bundesländern zweistellige Zustimmungswerte erzielen. Die AfD ist noch keine allzu alte Partei. Also ich will damit nur sagen, unsere demokratische Verfassung, unsere Gesellschaft bietet sehr wohl Möglichkeiten dafür, neue Ideen auch in Form von Parteien sozusagen in die politische Arena zu bringen. Zum Beispiel ganz anders als in Amerika mit diesen Mehrheitswahlrechten, die jetzt sozusagen einbetoniert sind in diesen zwei großen Blöcken. Und weil sie eben dieses Mehrheitswahlrecht also hauptsächlich praktizieren, im Grunde sowas wie das Aufkommen kleiner Parteien, die über das Verhältniswahlrecht dann auch was zu sagen hätten im Parlament und sich dann bekannt machen können, dieses Instrument kennen die da gar nicht. Also insofern finde ich unsere Demokratie durchaus offen dafür, dass eben neue Parteien entstehen. Und für die viele von den Analysen, die du jetzt vorgetragen hast, also Stärkung des Neoliberalismus und damit als Ursache auch für eben die sich verschärfende Schere zwischen Arm und Reich, stimme ich dir durchaus zu. Ich ziehe nur einen anderen Schluss daraus, nämlich eben den, dass ich in der Partei, in der ich jetzt bin, sozusagen für Änderungen in der Richtung im Parteiprogramm und damit eben hoffentlich auch in der Regierung, wo immer sie dann irgendwo teilnimmt, streite. Und ja, weil ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, man könnte genauso gut für diese Fragen meinetwegen auch in die SPD eintreten. Ich bin bei den Grünen eingetreten, weil ich zusätzlich das Thema Klimaschutz so von so großen Bedeutung halte, dass ich da näher bei den Grünen bin. Aber die Möglichkeit, innerhalb der Parteien einzuwirken, und die sind ja auch demokratisch verfasst, die Parteien. Also das würde ich mir jedenfalls für unsere Partei absolut nicht absprechen lassen, dass wir jetzt sozusagen dominiert sein von externen Interessengruppen. Da findet ja ein demokratischer Meinungsbildungsprozess statt, der am Ende in Programmen, Regierungsprogrammen und so weiter sein Ergebnis findet. Und natürlich muss ich da auch um Mehrheiten kämpfen in dieser Partei selber. Ja, und das tue ich. Also der Weg wäre ja auch gegeben. Also das man kann ja entweder eine neue Partei gründen, um es ganz kurz zu sagen, das geht in Deutschland, oder man kann in eine der bestehenden Parteien gehen und dort für seine Ideen kämpfen. Also beides, denke ich, ist möglich. Das ist schön gesagt, wenn nur die Realität nicht so eine andere wäre. Also ich mache es an einem Beispiel fest, als eine gewisse Frau Baerbock kurz vor der Wahl gefragt wurde, wie es mit Julian Assange gilt. Sie gesagt, Julian Assange muss sofort freigelassen werden. Als sie ein paar Tage später dann gewählt war und Außenministerin, wusste sie nicht mal mehr, wer das ist. In der Übertreibung die Veranschaulichung. Also das, was man einmal als Ziel ausgibt und was man dann in der Regierung macht, das kann so drastisch voneinander abweichen, dass für mich sich die Frage der Glaubwürdigkeit stellt. Ganz ehrlich. Ja, aber die hat eben viel mit der Kompromissfähigkeit und der Kompromissnotwendigkeit in der Demokratie zu tun. Also wenn ich mir jetzt ganz konkret die Regierungsbildung in Thüringen oder Sachsen vorstelle, jetzt nach den nächsten Wahlen, wenn da nicht die Parteien, die in dem, aus meiner Sicht eben dem demokratischen Spektrum, wenn die nicht über ihren Schatten springen können, und das heißt natürlich auch Kompromisse schließen für eine Regierungsbildung, welche Form auch immer, wo vieles nicht ihrem Parteiprogramm entsprechen wird, aber das gilt für beide Seiten. Wenn die CDU Bündnispartner finden will, die nun mal andere politische Ideen haben, aber trotzdem um der Demokratie willen den Rechten nicht das überlassen will, dann müssen die demokratischen Parteien kompromissfähig sein. Ja? Also mir fällt bei sowas dann immer der Spruch ein von Winston Churchill, der hat gesagt, die Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, ausgenommen alle anderen. Ja, also
Natürlich ist vieles unvollkommen an unserer Demokratie. Und das lupenreine Parteiprogramm durchsetzen zu wollen in der Regierung, wo ich nur einer von mehreren Partnern bin, ja, der Anspruch ist ja schon von vornherein eigentlich nicht korrekt. Nö, das sehe ich ähnlich, aber ich finde, dass in der Glaubwürdigkeit der Einzelperson eine Kontinuität da sein muss. Das Beispiel, was du gesagt hast zum Beispiel mit der Frau Baerbock oder was ich beobachtet habe, dass vor der Wahl die Grünen eine Friedenspartei waren, haben gesagt, keine neuen Waffen etc. pp. Und sind dann nach der Wahl, haben sie diesen Grundsatz also sehr schnell fallen gelassen. Da ist für mich so eine Glaubwürdigkeitsfrage berührt. Und die, denke ich mal, führt auch dazu, dass viele Bürger sagen, ey, was soll das? Du kannst wählen, vorher, wenn du möchtest. Ja, vorher sagen sie so und hinterher handeln sie anders. Und da gibt es, das hat, glaube ich, mal Oskar Lafontaine formuliert mit den roten Linien. Da wäre ich schon für rote Linien, man kann sie auch grüne Linien nennen oder wie auch immer. Mhm. Also bestimmte Grenzen, die eine Partei sich setzt, über die sie nicht hinausspringt. Wenn die verletzt sind, zum Beispiel waren die Grünen für mich immer eine Friedenspartei. Und wenn die verletzt werden, dann kann ich in keine Koalition reingehen, weil ich mich damit auch unglaubwürdig mache gegenüber der Masse der Bevölkerung. Und man kann ja auch über andere Mechanismen nachdenken, zum Beispiel über die Abschaffung des Fraktionszwangs, wenn die Mehrheitsfindung schon so schwierig ist, wie sie jetzt sich immer mehr darstellt, weil immer mehr Akteure, also parteipolitische Akteure letztendlich unterschiedlicher Gruppen da reinkommen ins Parlament, dann wird es vielleicht immer wichtiger, dass man den Fraktionszwang auflöst. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Gesetzesinitiative vor ein paar Jahren, die kam von der Linken, die Abschaffung der geplanten Obsoleszenz, gab es einen Gesetzesinitiative der Linken, wurde dann in die Ausschüsse verwiesen, wurde dann letztendlich mit den Stimmen der Grünen abgelehnt. Die Grünen haben dann später einen eigenen Antrag gemacht, mit ähnlichem Inhalt oder fast dem gleichen Inhalt, aber das sind aus parteipolitischen Erwägungen raus, hat man einfach gute Ideen einfach mal gecancelt. Und du hast den Mechanismus ja auch beschrieben, wenn die AfD jetzt dir zustimmt, obwohl es eine sinnvolle Geschichte ist, wenn die AfD sagt, der Kreis ist rund, dann kann man ja nicht den Kreis eckig sein lassen, nur weil die AfD sagt, dass der Kreis rund ist. Also ich stimme dir in dem Punkt vollkommen zu. Da muss man die Kirche im Dorf lassen, aber die demokratischen Parteien leben sie ja vor. In ihrem Politikverhalten. Ja gut, das sind halt Übergänge, sage ich mal, zwischen Kompromiss und Unglaubwürdigkeit, ja. Wie du gesagt hast, da stimme ich dir zu. Und wo sozusagen dann die Grenze liegt, ist wahrscheinlich nach persönlicher Einschätzung verschieden. Wir haben hier viele basisdemokratische Ergänzungen oder Erweiterungen sozusagen unseres Status quo jetzt vorstellen. Aber man muss, glaube ich, schon auch die Grundidee, warum die Parteien ja auch überhaupt vorkommen im Grundgesetz, sozusagen als Transmissionsriemen zwischen Bevölkerung und Macht, um es jetzt mal einfach zu sagen, ist ja die, dass sozusagen eine gewisse dauerhafte Beschäftigung mit den Fragen des Allgemeinwohls erwartet wird von den Politikern, die dann in den Parlamenten Gesetze machen oder und denen, die in die Regierung gehen sozusagen. Und dass jetzt der Sprung sozusagen von der meinetwegen punktuell engagierten Bürgerinitiative in das Parlament, in dem ja sozusagen über alle Belange des Gemeinwesens entschieden, dass der ziemlich groß ist und dass es dann eine Vermittlungsinstanz gibt, da bin ich schon eigentlich auch der Meinung, dass die Aufgabe der Parteien ist eben, die politische Willensbildung zu befördern. Und wer sich daran nachhaltig beteiligen kann, ja, kann in die Partei eintreten, kann ja dann dort auf den Wahlversammlungen eben mitbestimmen. Ja. Wir sind jetzt zunächst mal begrenzt durch das Grundgesetz. Das ist in, auch wenn es ausgehöhlt worden ist, ist ein Amt und Würden. Das Grundgesetz sieht normal keine andere Schubladen vor. Wie jetzt im Moment sind die Parteien, wie du ein bisschen anders formuliert hast, quasi Schubladen für die Richtung, für die Richtung, für die Richtung. Der Wähler muss sich für einen entscheiden. Ein anderes System ist im Moment nicht vorgesehen. Und das heißt, wir müssen uns jetzt in den Bemühungen für die Demokratie zunächst mal am Grundgesetz orientieren, sollten aber durchaus diese Erweiterungen diskutieren und jetzt und für später mal eventuelle Grundgesetzänderungen auf jeden Fall mal auf der Vormerkliste haben, wenn sie sich demokratisch durchsetzen lassen.
Aber im Moment geht es ja um die aktuelle Gefahrenlage für die Demokratie. Und deswegen denke ich, jetzt sind diese Überlegungen, das Grundgesetz zu ändern, jetzt erstmal zweitrangig. Erstmal geht es darum, generell Demokratie, glaube ich, erstmal wiederherzustellen und wieder zu sichern und danach über, in einem zweiten Schritt dann über Verbesserungen nachzudenken. Ich bin froh und in gewisser Weise stolz auch darauf, dass ich bei dem Integrationskonzept es auch geschafft habe, das nicht zu einer parteipolitischen Initiative zu machen für unseren Landkreis, sondern eben von CSU, Freie Wähler, Grüne, SPD und alle und die Unabhängigen, die da drin sind, bis auf die AfD eben, aber dann doch die alle sozusagen mir gelungen ist, die in eine gemeinsame Richtung zu vereinigen. Und davon müsste es mehr geben, würde ich auch meinen. Also ich finde es wichtig und da stimme ich dir zu, weil du ja auf Radikalität im positiven Sinne sozusagen bestanden hast. Bestanden? Naja, ich denke denk so. Hast du deutlich zum Ausdruck gebracht. Und das finde ich auch in Ordnung. Es reicht für mich nicht aus, sich sozusagen um die Reformierbarkeit der Institutionen oder sowas zu kümmern, sondern wir müssen eine Ebene tiefer gehen aus meiner Sicht. Wir müssen wirklich die gesellschaftspolitischen Ursachen für die Verschiebung in der politischen Landschaft aufspüren und dann bekämpfen. Und da möchte ich nochmal wiederholen. Also ich stimme da mit dir überein, dass das Thema Schere zwischen Arm und Reich und alles, was dazu beigetragen hat, Einfluss des Lobbyismus und so weiter, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, auch für mich. Und ich kämpfe dafür in meiner Partei und auch außerhalb. Und dasselbe gilt für mich eben, da wiederhole ich mich auch, für das Thema Integration. Wir haben in den Grundschulen bei uns im Landkreis, haben wir inzwischen Anteile von Migrantenkindern, die sind bei 40% und mehr. Also da kann man nicht mehr sagen, wir reden von einer Minderheit, die sozusagen ignoriert werden kann, sondern wir reden von einem wirklich hochsignifikanten Anteil unserer Bevölkerung und das sind unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und wenn wir da versagen, dann kriegen wir wirklich Zukunftsprobleme. Und insofern ja, die Plattform, unsere Bündnisplattform hier, die soll sich gerne um beides kümmern, sowohl um die Frage, was ist an den Institutionen und von der möglichen basisdemokratischen Beeinflussbarkeit der Institutionen zu ändern, aber auch in eine Ebene tiefer schürfen und nach den Ursachen fragen und versuchen, da Lösungen zu identifizieren, so gut das eben geht. Und dafür brauchen wir, glaube ich, die Vielfalt der ganzen demokratischen Gesellschaft, der Parteien einerseits, aber eben insbesondere auch die Zivilgesellschaft. Und das ist für mich eigentlich der Grund, warum ich in diesem Bündnis mitmache. Sonst könnte ich ja sagen, ja, meine Partei reicht mir. Aber nee, das stimmt nicht in der Fall. Wir sind in einer krisenhaften Situation, glaube ich, wo über die Parteigrenzen hinweg alles dafür getan werden muss, um unsere Demokratie zu stärken. Für dieses Schlusswort danke ich dir ganz herzlich. Gerne. Ja, also ich möchte es auch nochmal zusammenfassen. Das Problem, die Krankheit ist nicht das Erstarken der AfD, sondern das Erstarken der AfD ist das Symptom einer Krankheit, das wir quasi wirklich an der Wurzel anpacken müssen, um das erfolgreich überwinden zu können. Wir brauchen vor allem Glaubwürdigkeit in der Politik. Wir brauchen Identifikationsfiguren in der Politik, nicht, sondern wir brauchen Positionen, auf die Menschen, die solche Leute wählen, dann auch sich verlassen können. Wir brauchen Glaubwürdigkeit. Wir brauchen aber auch demokratische Institutionen, vor allem auf der allerobersten Ebene, Gesetzgebungsebene, die wir haben. Das ist die EU und die haben wir nicht in keiner Weise. Und ich denke, da müssen wir ganz groß ansetzen. Und da kommt von den Parteien nicht sehr viel in Richtung EU-Verfassung. Da kommt eigentlich gar nichts. Die Parteienlandschaft hat das Thema nicht mehr auf dem Schirm. Und ich denke, da muss aber verstärkt angepackt werden. Und wenn das Bündnis in der Richtung, und damit meine ich jetzt nicht das Organisationsteam, sondern damit meine ich jetzt wirklich die Bündnispartner alle, da wäre ich dankbar, wenn das Bündnis diese Punkte aufgreifen würde, weil die sind der Kern und wenn wir an dem Kern versagen, versagen wir im Ganzen. Das wäre meine Aussage dazu und ich hoffe, dass wir das einvernehmlich hinkriegen. Gut. Sehr schöne Schlussworte. Was ich feststelle ist, es gibt viel zu diskutieren und ich muss sagen, es war eine für mich eine sehr gute Diskussion. Auch ich habe einiges gelernt dabei und ich kann mir vorstellen, mit euch beiden noch weiter zu diskutieren.
Ja, gern. Ich stehe gern zur Verfügung. Ja. Gern. Vielen Dank für die Diskussion. Danke. Ja, auch danke. Danke euch für die Einladung. Ja, danke. Gerne, gerne. Ja. Aber das können wir gerne machen, dass wir mal wieder zusammenkommen. Ja. Ja. Gerade auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, daraus entwickelt sich ja was. Ja, klar, das macht Spannung. Anders und da können sich auch Lösungen ergeben. Mhm. Auf jeden Fall ist Diskutieren besser als gegenseitig mit Hass und Gewalt. Ja, absolut. Ja, ja. Ja, das ist auch, das war ja auch ein Markenzeichen von FFB Live Studio, dass es eigentlich immer so ist, dass man miteinander spricht, ohne sich gegenseitig an die Kehle zu gehen. So ist es.